Oh, heute scheint die Sonne. Ab an den Grill. Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Jinchan. Mein Name ist Jana und heute nähen wir uns eine schicke Grillschürze aus Jeansresten. Ich finde, wenn man am Grill steht, hat man immer irgendwelche Spritzer. Die ganzen Klamotten sind voller kleiner Tröpfchen, meistens irgendein Fett oder sowas. Das finde ich immer ziemlich ärgerlich, dass man sich nach dem Grillen gleich umziehen kann. Denn gerade wenn man Gäste hat, möchte man sich ja nicht nochmal umziehen müssen. Also habe ich mir gedacht, von meiner Gartenschürze vom letzten Mal, blende ich euch hier oben ein, da oben, ist richtig. Irgendwann lerne ich es noch. Auf jeden Fall habe ich von meiner Gartenschürze noch die Hosenbeine übrig. Und da wollte ich mir jetzt eine Schürze draus nehmen, und zwar zum Grillen. Und dafür brauche ich noch nicht mal ein Schnittmuster. Dann nehmen wir mal die Hosenbeine in die Hand und legen los. So, ich habe hier noch Hosenbeine von meiner Gartenschürze und noch Jeansreste, wo ich ja die Taschen und den oberen Bund abgeschnitten habe. Außerdem habe ich gedacht, ich mache diesmal etwas mit einem Karabiner und einem O-Ring. Und natürlich brauchen wir auch diesmal unbedingt Jeansnadeln. Das ist auf jeden Fall besser für eure Maschine. Dann hat sie es nicht so schwer mit dem dicken Stoff. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Ich schneide mir als erstes die Hosenbeine von der Hose meines Mannes und da messe ich erstmal, wie lang das eigentlich ist. Und ich habe gesehen, mein Mann hat anscheinend ziemlich lange Beine. Ich habe hier eine Länge von ca. 82 cm. Dann habe ich mal gemessen, wie lang meine Schürze hin werden muss. Habe über der Brust bis Mitte meines Oberschenkels ca. gemessen. Habe da 72 cm rausgekriegt. Ich nehme aber 74 cm als Nahtzugabe noch dazu. Also insgesamt 74 cm. Das schneide ich mir dann einmal zurecht. Da unten habe ich dann ca. 10 cm Überschnitt. Und ich habe gesehen, diese Naht hier eignet sich perfekt als Mittelstück. Das ist so schön auseinandergebügelt und sieht ziemlich sauber aus. Die Naht zum Oberschenkel hin, die ist eher dick und doppelt gesetzt. Die ist zu dick und deswegen schneiden wir die jetzt einfach ab. Zum Oberschenkel oben hin werde ich dann gerade, damit ich da nicht so eine Kurve drin habe. Und dann habe ich insgesamt hier aufgeklappt eine Breite von 44 cm. Das gleiche habe ich auch mit dem zweiten Hosenbein gemacht. Und hier nehmen wir jetzt die Naht auseinander. Ich wollte es eigentlich erst einfach aufreißen, aber ich musste mit dem Nahttrenner ein bisschen nachhelfen. Und als ich den Anfang gekriegt habe hier, da ging das dann ruckizucki. Wenn euch diese fusseligen Fäden hier ein bisschen nerven, ich habe hier so einen Gummiradierer dran, wenn ihr sowas auch habt. Das ist dafür da, dass man diese einzelnen Fäden einfach, ich sag mal, ausradiert oder ausbürstet. Dann kann man die einfach daran sammeln und wegschmeißen. Dann habe ich hier jetzt noch zwei zusätzliche Teile für rechts und links. Als nächstes habe ich dann hier diese Kanten nach innen hin, alle einmal mit meiner Overlock versäubert. Wenn ihr keine Overlock habt, nehmt einen Overlock-Stich an eurer Maschine. So sieht das Ganze dann bei mir aus. Ich habe die Overlock genommen, schön sauber. Und jetzt lege ich die beiden äußeren Teile rechts auf rechts, sodass die Overlock-Kanten aufeinander liegen. Klemme die einmal fest und steppe die einmal ab. Ich habe hier wieder meinen Obertransporter angebaut. Das ist auf jeden Fall eine Erleichterung für meine Maschine. Die hilft beim Transportieren des Stoffes. Dann habe ich hier einen goldenen Faden wieder gewählt, um die Jeans so ein bisschen zu unterstützen, die Jeansfarbe. Und natürlich eine Jeansnadel. Die Stichlänge habe ich 3,5 gewählt. Das sieht dann mehr nach Jeans aus, finde ich jedenfalls. Die Nähte bügele ich alle einmal auseinander. Und steppe sie von rechts dann noch einmal ab.
Das hat dann wieder, ich wiederhole mich, einen schönen Jeans-Look. Bei mir sieht das dann so aus, also ich finde das ziemlich schön so. Ja, damit kann ich arbeiten. Insgesamt habe ich jetzt eine Fläche von 78 x 74 cm und jetzt können wir anfangen, unsere Schürze zu kreieren. Oben habe ich eine Breite von 30 cm genommen und jetzt gucke ich mal, wie weit denn dieser Ausschnitt an den Seiten sein muss. Also hier einmal runter. Da habe ich bei mir von über der Brust bis circa der Hüfte gemessen, habe da 34 cm rausgekriegt. Die markiere ich mir jetzt erstmal. Jetzt nehme ich von da oben einfach die Markierung und versuche eine Rundung runter zu zeichnen oder mir anzuzeichnen. Ja, ihr wisst das, an der Seite der Schürze ist so eine Rundung dran und die versuche ich jetzt einfach zu kreieren. Und das schneide ich dann einfach aus. Wenn ich das gemacht habe, lege ich die Seite einfach rechts auf die andere Seite und markiere mir das ebenfalls und schneide das dann wieder aus. Dann versäubere ich die Kanten ebenfalls und schon ist die Grundlage der Schürze eigentlich getan. Jetzt müssen wir uns an das Versäubern hier einmal machen. Ich schlage die Kanten einfach einmal alle um, ungefähr 1 cm. Und zwar nehme ich da erst die Seiten. Steppe die einmal ab mit 3,5 cm. Dann nehme ich die Rundungen, auch wieder 1 cm einschlagen. Auch dann hier einmal absteppen und zum Schluss einmal oben und einmal unten. Oben habe ich 2 cm eingeschlagen und hier unten 1 cm. Damit wir uns unsere Schürze auch um den Hals hängen können, brauche ich dafür einen Riemen und den gewinne ich mir einfach aus alten Hosenbeinen einer anderen Jeans. Mein Karabiner ist 5 cm breit und deswegen schneide ich mir ein Stoffstück von ungefähr 10 cm zu. Und den könnt ihr, also den Riemen könnt ihr dann so falten, wie es ja gewohnt ist. Einmal in der Mitte falten, dann die Seiten einschlagen und alles dann zurechtbügeln. Ich teste vorsichtshalber nochmal, ob der auch wirklich dazwischen passt oder da reinpasst. Passt aber, also können wir den jetzt einmal dort und einmal dort geradkantig absteppen. Insgesamt hat jetzt hier mein Riemen 45 cm plus natürlich der Zugabe, die er braucht, um den Karabiner hier einmal zu befestigen und natürlich auch 1-2 cm, um die an der Schürze festzunehmen. Außerdem noch ein kleines Stück, so 10 bis 12 cm, um euren Ohrring hier auf der anderen Seite festzumachen. Das beides steppe ich jetzt einmal fest. Ruhig 3-4 mal rübergehen, dann passt das alles. Zum Verschnüren der Schürze habe ich mir einfach ein paar Nähte aus der Jeanshose rausgeschnitten. Die mache ich mir dann einfach an der Schürze fest. Und ich dachte, ich mache mir noch einen schönen Spruch vorne drauf mit meiner Stickmaschine. Da habe ich mir ein kleines Muster gemacht und messe mir das jetzt ab, wo ich das denn ungefähr hinhaben möchte. Hier vorne auf die Brust auf jeden Fall. Ich habe die Größe des Musters jetzt einmal hier aufgelegt, mache mir eine Markierung, wo die sitzen soll. Und bereite meinen Stickrahmen vor. Ich nehme hier ein schönes Klebevlies, das ist wunderbar. Das brauche ich nur in meinen Rahmen einspannen. Dann ziehe ich die Folie ab. Und dann kann ich einfach das zu bestickende Stoffstück da drauf kleben. Und muss das nicht immer ein- und ausspannen, wenn ich das korrigieren will. Heißt, wenn ich mich in der Positionierung ein bisschen vertan habe, kann ich es einfach nochmal runterziehen und wieder festkleben.
Verlinke ich euch unten in der Beschreibung, wo ich das her habe. Dann sichere ich natürlich alles, was so lose rumhängt. Und dann kann es schon ab unter die Stickmaschine. Hier habe ich auch die Goldfarbe genommen, weil ich finde, das passt am besten zu der Jeans. Ich bin gespannt, wie das dann gleich aussehen wird. Ich habe den Schriftzug Hot off the Grill genommen, also heiß vom Grill. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, das ist schön geworden. Hinten die Klebefolie, den Rest davon jedenfalls, die kann ich einfach wieder abziehen. Und schon habe ich hinten ein sauberes Stickbild. Fertig. Ich finde es super. Damit ich aber auch mein Handy oder Grillzange oder auch mein Handtuch mit am Grill haben kann und auch mit am Mann habe, habe ich gedacht, ich nehme noch die zweite Tasche von meiner Jeanshose hier und nehme mir die dann vorne auf meine Schürze drauf. Außerdem habe ich hier noch von meinem Riemen was übrig. Da mache ich mir eine kleine Schlaufe von und die nähe ich auch hier vorne drauf. Da kann ich dann zum Beispiel die Grillzange einhängen oder ein Handtuch einklemmen, zum Hände abtrocknen. Ja, und wenn das dann festgenäht ist, können wir schon mal Probe tragen. Mit dem Karabiner und dem Schriftzug drauf finde ich, das sieht noch mal ein bisschen edler aus. Und natürlich schützt mich der dicke Jeansstoff noch mal zusätzlich vor der Hitze des Grills. Na, das sollte man auch bedenken. Wie hat Opa immer gesagt, das Kaltkochen ist noch nicht erfunden worden. Die nächsten Male kümmern wir uns so langsam mal um Mutter- und Vatertag. Egal wie alt ihr seid, eure Eltern freuen sich immer über etwas Individuelles oder auch Selbstgemachtes. Und da kümmern wir uns die nächsten Male drum. Und wenn euch der Quatsch hier auf dem Kanal gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und reibt mein Glöckchen für mehr Videos. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, genießt das schöne Wetter und bis dann! Oh Gott, von dem ganzen Grillgequatsche habe ich Hunger. Und ich bin auf Diät.